Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen. Hier bin ich wieder. In unserem Wundertreffen. Wir treffen uns in einem Wunder. Wir treffen uns im Leben. Weil das Leben nur hier und jetzt, in diesem Moment stattfindet. Ist das nicht unglaublich? Dass wir uns dazu einladen, dass wir die Einladung annehmen zu einer Erfahrung des Lebens, wie es Gott erschaffen hat, im Hier und Jetzt. Was heißt das? Das heißt, dass das, was ich Leben genannt habe, ein Anfang und ein Ende hat, nicht Leben sein kann. Weil es gibt nur ein Leben. Und das teile ich mit Gott hier und jetzt. Alles, was nicht hier und jetzt ist, alles, was einen Anfang hat, gehabt hat in der Vergangenheit und ein Ende haben wird in der Zukunft, kann somit nicht Leben sein. Und was ist das Gegenteil von Leben? Eine Form von Nichtleben oder der Tod? Ist Erlösung nicht das vollkommene Entkommen aus der Vergangenheit und der völlige Mangel an Interesse in der Zukunft? Passiert nicht das Leben nur hier und jetzt, weil Gott nur hier und jetzt ist? Ist das nicht aufregend, dass hier und jetzt ein völlig neuer Moment ist, ein Moment des wahren Lebens? Dass wir uns nur im Leben verbinden können und erkennen können und wissen, wer wir sind. Ich weiß ganz genau, wer du bist, im Hier und Jetzt. Du bist nicht deine Geschichte. Du bist nicht das, was du Leben nennst. Ist es nicht erstaunlich, einfach zu erkennen, dass das, was wir Leben nennen, überhaupt keinen Sinn macht? Hier zu kommen, aufzuwachsen, stark und groß zu werden, vielleicht erfolgreich zu werden, sich gut in die Gesellschaft zu integrieren, viele Freunde zu haben, gut abgesichert zu sein und dann den Höhepunkt des sogenannten Lebens zu erreichen. Und dann geht alles wieder bergab. Kräfte schwinden. Man vergisst Dinge, das Wissen wird weniger. Krankheit, Alter und Tod sind meine einzigen Alternativen. Krankheit, Alter und Tod ist das Einzige, was ich kenne, in dem, was ich Leben nenne, auf das man sicher zählen kann. Den Zahn der Zeit, das Alter, die Krankheit, das Gegenteil von Gesundheit, von Wohlbefinden und Tod, das Gegenteil von Leben. Das kann ja alles nicht wahr sein, weil dann hätte Gott ja ein Gegenteil. Dann hätte die Schöpfung ja ein Gegenteil. Warum würde ich denn das dann alles machen? Und so in unserem Erwachen erkennen wir immer wieder und immer öfter und immer mehr, dass das, was wir Leben nennen, nichts mit Leben zu tun hat. Dass dieses Leben, wie wir es kennen, aus unserem Ego-Geist hinaus projiziert, völlig sinnlos ist, keinen Sinn ergibt, keinen Zusammenhang ergibt. Weil es immer nur in einem endet. Und weil wir diese Idee nicht sehen wollen, beschäftigen wir uns für einen Moment mit dieser Welt und glauben, das wäre unsere Wirklichkeit. Aber wenn wir in Ehrlichkeit in unserem Geist schauen, und das ist, was uns Jesus bittet, sei ehrlich, schau mal ganz genau hin.
renn nicht davon weg. Mit unserer ständigen Beschäftigkeit rennen wir ja davon weg. Das Ego will uns ja nie erkennen lassen, wohin diese Reise geht. Weil sonst würde sie ja niemand wählen. Alter, Krankheit und Tod sind ja eine Wahl. Ist das nicht unglaublich? Alter, Krankheit und Tod sind eine Wahl, sind nicht unser Schicksal. Ist nicht das, was Gott für uns will, sondern sind eine Wahl. Jetzt können wir anders wählen. Jetzt können wir das Leben wählen in diesem Moment. Leben findet nicht in einem Körper statt. Leben ist eine Idee im Geist, das kein Gegenteil kennt, kein Ende kennt. Das glücklich ist, wenn es nicht glücklich ist, ist es kein Leben. Es ist Überleben, aber nicht was Leben ist. Wir kommen hier zusammen im Leben, im ewigen Leben. Was ist ewig? Ewig ist hier und jetzt. Nur in diesem Moment, jenseits des Traumes von Raum und Zeit, jenseits unserer Körper, jenseits aller Ideen, die nicht von Gott sind, unserer Geschichte als Mensch, mit der wir uns so identifizieren, wo wir wirklich glauben, ja, das wäre ich. Was wäre, wenn das nicht du bist? Das, was die Geschichte ist, ist nicht Teil von dir, weil Gott keine Geschichten schreibt. Gott ist das Leben hier und jetzt. Gott schreibt keine Geschichten der Angst, der Sorge, der Krankheit, des Alters und des Todes. Gott ist nicht der Autor dieser Geschichte. Es ist nur ein Traum. Ich träume es nur. Und um hier und jetzt erwache ich. Wenn ich mir eingestehe, es gibt ein Leben und das teile ich jetzt mit Gott. Ich denke mit deinem Geist Gottes, ich bin jetzt in Gott zu Hause. Ich bin zu Hause im Himmel, in Gott. In dieser Einheit. Diese ewigen Glückseligkeit. Und alles, was das nicht ist, kann nur ein Traum sein. Mein eigenes Machwerk. Und existiert nicht. Und dieser Traum hängt nur von meinem Glauben an die Wirklichkeit des Traumes ab. Wenn ich im Glauben entziehe, wenn ich mich diesen in Frage stelle, dann kann der Heilige Geist mir wieder zeigen, wer ich wirklich bin. Eine ewige Schöpfung Gottes. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich habe meine Quelle nicht verlassen. Es ist unmöglich, meine Quelle zu verlassen. Es ist unmöglich. Das Unmögliche ist nicht geschehen. Ich kann nicht von dir getrennt sein. Können nicht von Gott getrennt sein. Dein Geist, der alles umfasst, den einzigen Geist, in dem Schöpfung möglich ist. Der Rest ist ein Traum. Lass ihn ein Traum sein, gib ihm keine Wirklichkeit, sagt Jesus. Erkenne, dass du träumst und lache über diesen Traum. Weil wer würde nicht lachen, wenn er erkennt, dass es nur ein Traum ist, von ihm geträumt, in seinem eigenen Geist, um Gottes zu vergessen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zu Kamen kommen, um zu erinnern. Es ist immer neu. Vielleicht denkst du, jetzt ist das wieder dieselbe. Nein, es ist immer neu. Es hat nichts mit der Vergangenheit, nichts mit Zukunft zu tun, sondern nur mit einem gegenwärtigen Erinnern
Jeder Moment ist eine neue Möglichkeit zum gegenwärtigen Erinnern, dass ich ein Leben habe und dass ich mit Gott teile. Und dass ich nichts mehr anderes will. Ich will nichts mehr anderes. Ich will mich nicht verleugnen. Ich will mich so annehmen, wie Gott mich schuf. Und so, mein lieber Bruder, sage ich danke für deine Geduld mit mir, für deine Bereitschaft, dich nicht mehr zu verleugnen, dich anzuerkennen, dich anzunehmen, wie du wirklich bist, erschaffen wurdest von der Liebe im Geiste Gottes. Und so wird es eine Reise, die freudig, die leicht ist. Und da, wo wir erkennen, dass sie letztendlich schon vorbei ist, weil sie nie begonnen hat. Danke, mein lieber Bruder. Ich wünsche dir einen wunderschönen, wunderschönen Tag im Himmel, in der Zeitlosigkeit Gottes. Und wenn du vergisst, für einen Moment macht es dir nichts draus, wähle noch einmal und erinnere dich noch einmal. Und so umarme dich, und wenn du Lust hast, freuen wir uns heute sehr auf dich um 19.15 Uhr im Zoom-Meeting. Es kann eine große Erinnerung. Bist herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf dich. Komm einfach so, wie du bist. Und so umarme dich, mein Bruder, und sage danke. Gott segne einen jeden einzelnen von uns.